Willkommen zum neuen Video. In dieser Woche gibt's endlich das 100 Abo Special. Ich freue mich und ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei seid. Ich möchte euch heute 10 verschiedene Arten zeigen, wie man mit Shrinkles, also mit diesen Schrumpffolien, arbeiten kann. Vielleicht kennt ihr das noch, es wird etwas gezeichnet, dann wird es gebacken. Und am Schluss ist es dann kleiner und dicker für O-Ring-Projekte oder für Anhänger und so weiter. Und weil wir das Abo-Special haben und ich selber mit Zeichnen nicht ganz so die Beste bin, habe ich mir überlegt, ich könnte da ein Kombi machen. Und ich habe im Internet ein mega cooles einen mega coolen neuen Kanal gefunden, ganz frisch noch, eine YouTuberin, Michelle's Art, ich werde euch das verlinken, und ich habe sie gefragt, ob sie mir einen Teil von diesen Ideen hier helfen würde, weil sie zeichnet in meinen Augen wirklich fantastisch. Also werdet ihr die Variante mit Farbstiften, werdet ihr von ihr sehen, und sie zeigt dann auch gleich ein bisschen, wie sie vorgeht. Ich bin sicher, das wird spitze. Gut, also, unser Projekt, ihr braucht Schrumpffolie. Auf einer Seite der Folie ist es eher rau, auf dieser wird gemalt oder gezeichnet. Auf der zweiten Seite, das ist so eine, ja, nicht Glitzer, aber das ist so eine beschichtete Seite, die müssen wir so lassen, wie sie ist. Ich möchte euch heute folgende Ideen zeigen. Zuerst einmal habe ich mir die Folien vorbereitet und ausgestanzt. Und zwar mit meiner Big Shot. Das war die Vorlage. Ich habe sie nicht ganz verwendet, sondern nur zur Hälfte. Die Folie wird 7-mal kleiner und 7-mal dicker und ich möchte am Schluss nur ganz kleine solche Anhänger haben. Der Vorteil war jetzt, dass bei diesen Tags das Loch schon da ist. Ich habe mir aber auch ein Stück ausgedruckt, das war dann das hier, und hier war das zu klein, das habe ich dann einfach mit der Maschine geschnitten, oder ihr schneidet es von Hand, und das Loch da oben habe ich dann einfach mit einem Locher gemacht, das geht auch. Also das ist schon mal, seht ihr, das erste Projekt, das habe ich ausgedruckt, ich war sehr gespannt, wie das rauskommt, aber es hat wunderbar funktioniert. Es ist ein Laserdrucker, es hat nichts verschmiert, es sieht wirklich super aus. Da sind wir gespannt, wie das nachher rauskommt. Dann werden wir eine Variante machen mit Wasserfarben. Wir werden eine zweite Variante machen, da werden wir stempeln. Schauen, wie das nachher aussieht. Dann gibt es eine Variante und ich denke, da seid ihr nicht erstaunt, wenn ihr das bei mir seht. Das machen wir mit Glitterglue. Mal schauen, ob das überhaupt funktioniert. Dann habe ich mir Acrylfarben vorbereitet. Eine ist sogar metallic, die anderen, oh, das ist die falsche. Die anderen sind normale Acrylfarben. Dann werden wir versuchen, was passiert mit einem ausgestanzten Teil. Ich habe hier also einen Schmetterling ausgestanzt und ich möchte sehen, ob die Löcher im Schmetterling, die jetzt da sind, ob wir die nachher immer noch erkennen können. Ich könnte den vielleicht nachher auch noch ein bisschen bestempeln, dass er noch ein bisschen Farbe bekommt. Dann werde ich versuchen, was passiert, wenn wir mit Serviette arbeiten. Ich werde also die Serviette, den obersten Teil, werde ich aufkleben und mal schauen, wie sich das beim Backen verhält. So, das wäre das. Dann möchte ich versuchen, mit Leuchtstiften zu arbeiten. Was passiert bei Leuchtstift? Dann werden wir Filzstifte, so Fineliners, Stabilos werden wir benutzen.
Und ich werde noch mit Brush Pens arbeiten und schauen, was da passiert. Also ihr seht, wir haben jede Menge vor. Ich werde euch jetzt da ein bisschen durch den Prozess beobachten lassen. Nachher wird das Ganze gebacken und wir schauen, was passiert. Übrigens, wenn jemand kein Backofen zur Verfügung hätte oder sagt, ich möchte das bei mir nicht im Backofen machen, dann könnt ihr das auch mit einem Heißluftföhn machen. Das geht auch. Also viel Spaß beim Zuschauen.
sind unsere 10 Versuchsobjekte, die wir jetzt da bereit haben. Die werden jetzt noch ein bisschen trocknen müssen und sobald sie trocken sind, könnt ihr sie in den Ofen legen und zwar bei 175 Grad. Legt ein Backpapier unter, damit der Ofen geschützt ist und dann dürft ihr euch nicht wundern. Also die Folien, die werden sich dann so zusammenziehen und man hat schon das Gefühl, sie seien kaputt und dann legen sie sich wieder auseinander. Und sobald ihr sie aus dem Ofen nehmt, wenn sie wieder flach sind, legt etwas darüber, ein Buch zum Beispiel oder einen flachen Teller, damit sie wirklich auch ganz flach werden. Ich werde versuchen, das wieder mal zu filmen, nur bei meinem Backofen, ganz ehrlich, irgendwie scheint das von der Videoqualität nachher nicht so gut zu sein. Wir sehen uns nachher und mal überraschen lassen, wie viele Fails wir haben. Bis gleich! So, die Sachen sind gebacken. Ich möchte euch durch die Resultate führen. Und ich erinnere euch nochmal daran, erschreckt nicht, wenn man es in den Backofen legt. Die Folie zerknüllt sich wirklich plötzlich ganz stark und normalerweise dehnt sie sich dann nachher wieder aus, bis sie flach liegt. Lasst es dann nicht zu lange, wenn es wieder sich ausgebreitet hat. Nehmt es dann raus, stellt etwas drauf und dann ist sie innerhalb von wenigen Sekunden bereit. Ich zeige euch jetzt mal alle Resultate. Das hier, immer noch alles unbehandelt, war die Variante mit den Wasserfarben. Wenn ich jetzt hier mit den Fingern noch drauf gehen würde, kann es sein, dass noch etwas Farbe runterkommt. Deshalb alle Teile, die ihr nachher versiegeln möchtet, könnt ihr zum Beispiel mit Klarlackspray oder mit einem transparenten Nagellack könntet ihr drüber gehen. Ich werde meine sogar mit Resin behandeln, die ich behalten möchte. Ich denke, das ist ziemlich schön geworden, was man auch bei allen gut sieht, wie die Farben intensiver werden. Also, das denke ich mal mit Wasserfarbe, das können wir gebrauchen. Dann habe ich hier die Variante mit den Leuchtstiften. Auch hier seht ihr, wie intensiv die Farben geworden sind. Auch das eine Option, wenn man vielleicht noch etwas kreativer malen würde. Jawohl. Dann die Variante mit dem Stempel. Sehr schön geworden. Gefällt mir richtig gut. Die Farbe wird dann, wenn es versiegelt ist, noch viel deutlicher zum Vorschein kommen, das Schwarz. Der Ausdruck ist auch in Ordnung. Wenn man es genau ansieht, sieht man das vom Ausdruck und von der Wärme. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Gibt es so ein paar so Schattenbereiche? Also bei diesem Exemplar hier stört es mich jetzt nicht, aber man sah das vorher nicht. Wir sehen das nachher noch deutlicher bei einem anderen Stück. Aber das auch klappt wunderbar. Dann hatten wir die Variante mit den Brush Pens. Finde ich, ist auch sehr schön. Die Farben sind sehr dunkel geworden, sieht richtig toll aus. Auch hier sieht man jetzt trotzdem, es hat noch ein bisschen im Hintergrund. Also weiß ist halt einfach sehr empfindlich, stellen wir jetzt mal fest. He? Gut, das sind diese. Dann die Variante mit den Feinlinern. Auch sehr schön. Und jetzt seht ihr auch hier in der Mitte, das war mir gar nicht so bewusst, scheint etwas Farbe vielleicht von einem Fingerabdruck noch. Das sieht man nachher. Könnte man jetzt versuchen, vielleicht noch ein bisschen zu radieren. Stört mich jetzt gerade nicht sehr. Ist auch schön geworden. Dann hatten wir den ausgestanzten Schmetterling, den ich dann noch ein-, zweimal bedruckt habe mit der Stempelfarbe.
Auch sehr schön. Und was mich besonders freut, man sieht also die Zwischenräume noch wunderbar. Ein Flügel hat sich so ein bisschen emporgehoben, den musste ich nachher noch glätten, also so runterdrücken, der ist nicht ganz flach. Aber ein schönes Stück, vielleicht auch für eine Karte oder für einen Anhänger oder sogar für einen Ohrring. Da bin ich mir noch nicht sicher, was ich aus dem machen werde. Gut, dann die Variante, die wir von Michelle's Art bekommen haben. Hier seht ihr auch, hier hätte man jetzt hinten noch besser radieren müssen. Aber was ich wahrscheinlich machen werde für sie, ist, dass ich hier mit ein bisschen Acrylfarbe vor dem Versiegeln das noch etwas weiß machen werde. Ich habe schon ein bisschen versucht zu radieren, aber es geht nicht mehr so weg, wie wir uns das gewünscht hätten. Aber es sieht einfach toll aus, wenn man jetzt das in der Mitte sich mal wegdenkt. Also Farbstifte, schaut mal, wie intensiv die Farben herausgekommen sind. Unglaublich. Also ich finde gerade mit Farbstifte und wenn man malen kann, so wie sie, ganz toll. Vielen Dank, dass du da mitgemacht hast. Wer weiß, vielleicht finden wir wieder mal ein Projekt, das wir gemeinsam machen können. Gut, das waren diese Teile, so machen wir es auf jeden Fall. Jetzt kommen wir zu den etwas spezielleren Teilen. Hier diese Option, das waren die die Acrylfarben. Und wenn ihr jetzt da ganz genau schaut, sieht man, dass hier die Oberfläche wirklich, sie ist rau. Also die Farbe steht beinahe ein bisschen auf. Das würde ich jetzt als bedingt brauchbar sehen. Auch hier, sie löst sich ganz, ganz wenig ab, mit Vorsicht zu genießen. Aber sicher kein Problem mehr, wenn ihr es versiegelt, glaube ich, ist das überhaupt nicht mehr so auffällig. Dann die spannende Variante mit den Glitterglues. Da musste ich, ihr seht, das Stück ist nicht mehr ganz gerade. Ich musste das Stück, das hat sich beim Backen ganz ineinander gerollt und durch den Glitterglue ist es nicht mehr von selber auseinandergekommen. Da musste ich ein bisschen helfen. Mit zwei Gabeln habe ich kurz in den Ofen gelangt und das wieder auseinandergedrückt und dann hat es funktioniert. Aber deshalb ist es jetzt nicht mehr ganz gerade. Es gibt eine sehr, sehr lustige dreidimensionale Oberfläche. Ich würde sagen, es kann funktionieren. Achtet euch darauf, dass der Glitterglue ganz durchgetrocknet ist. Aber ihr werdet sehen, also wenn ich jetzt da mit dem Finger drüber gehe, es ist ziemlich rau, die Oberfläche. Kann aber auch funktionieren und ich finde, die Farben sind toll geworden. Ja, und zu guter Letzt, ja, tu es nicht. Also, wir lernen Serviettentechnik und Schrumpffolie, ja. Muss ich da noch was dazu sagen? Die Serviette hat sich wahrscheinlich durch den Lack, nehme ich mal an, komplett hier wieder abgelöst. Ich sage mal so, es ist kreativ und interessant und das war's dann auch. Also das ist bestimmt ein Fail, würde ich jetzt so nicht weiterempfehlen. Gut, das war's zum heutigen Special. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid auf ein paar Ideen gekommen, mit was ihr bestimmt arbeiten könnt und sollt und welche Varianten vielleicht weniger geeignet sind. Ich wünsche euch einen tollen Resttag und bis nächstes Mal. Tschüss!